Uni-Auditorium. Das Wissen der Welt aus den Hörsälen der Universitäten. Professor Michael Bort. Einführung in die philosophische Anthropologie. Philosophisch nach dem Menschen fragen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Vorlesungsreihe Philosophische Anthropologie. Einer Vorlesungsreihe, die sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich das Wesen des Menschen ist, wie wir richtig über den Menschen denken sollen. Ich halte diese Vorlesungsreihe nicht als ein Poet, als ein Schreiber von Romanen, als ein Musiker, als ein Künstler, sondern als ein Philosoph, der eine Wissenschaft betreibt, die Philosophie. Und deswegen möchte ich in dieser ersten Serie Ihnen die Fragestellung nahebringen, die wir als Philosophen bearbeiten, wenn wir uns fragen, was der Mensch ist. Aber bevor ich in medias res, in die Mitte der Sache gehe, lassen Sie mich kurz einen Ausblick geben, was Sie in diesen 6 Folgen erwarten wird. In der 2. Folge werde ich betrachten, dass der Mensch ein Wesen ist, das strebt und das vor allen Dingen eines im Leben möchte, glücklich werden oder ein sinnvolles Leben führen oder zufrieden sein oder eine gelungene Existenz leben, wie immer wir das noch näher betrachten wollen und bestimmen wollen. In der 3. Vorlesungsreihe werde ich dann mich der Frage zuwenden, wie wir richtig über Emotionen denken. Denn eines ist klar, ob wir mit unserem Leben zufrieden und glücklich sind, hängt sicherlich auch davon ab, wie es uns emotional geht. In der 4. Vorlesungsreihe werde ich dann aber etwas über Freundschaft und Liebe sagen, über menschliche Beziehungen. In der 5. etwas über Arbeit, ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und in der 6. werde ich mich dann mit dem Thema Leid, Tod und der Frage, ob Überlegungen über ein Leben nach dem Tod eine Relevanz haben für unser Leben hier und jetzt, dieser Frage werde ich mich zuwenden. Aber lassen Sie mich damit beginnen, dass ich Ihnen die philosophische Fragestellung deutlich mache. Die Fragestellung, mit der wir uns als Philosophen beschäftigen, wenn wir über den Menschen nachdenken. Ich möchte zunächst etwas zum Wort Anthropologie sagen, möchte dann die philosophische Anthropologie von anderen Anthropologien in der Wissenschaft heute abgrenzen und möchte mich in einem 3. Punkt etwas ausführlicher mit der Frage auseinandersetzen, was denn eigentlich charakteristisch für eine philosophische Anthropologie sein sollte.